Kennen Sie eine Night? Nein? Dann verpassen Sie unseren Ausflug ins Multiversum nicht, wo sich Fans der japanischen Comic- und Manga-Kultur Europas größtes Stelldichein gaben. Ort des Geschehens, das Multiversum in Schwechat. Und in ein wahrlich anderes Universum tauchen hier die tausenden Besucher ein. Es ist Aninight, oder für uns Normalsterbliche, japanische Animationscharaktere vom Bildschirm ins Leben geholt. Eine Jugendbewegung, die Hunderttausende weltweit begeistert, und das friedlich. Welchen Charakter dieser unglaublich fantasievollen Welt stellst du dar? Also ich bin Kaneki Ken aus Tokyo Ghoul. Was stellst du da? Ich einen Anime-Charakter aus Sword Art Online. Aus einem Anime, der quasi über ein Spiel ist. Also eine Internet-Animation? Ja, so in der Richtung quasi. Was ist deinem Charakter? Senshi aus One Piece. Verstehe. Und deiner? Hina aus One Piece. Meine Aufgabe ist es, Hinas Aufgabe ist es, auf der Con sämtliche Piraten gefangen zu nehmen. Sind Piraten heutzutage noch eine Gefahr? Ja, und zwar gerade die Strohhutpiraten zerstören so viele Marine-Basen. Da muss man Einhalt gebieten, das geht einfach nicht. Und Hina hat gestern von Akaino, ihrem obersten Chef, den Auftrag bekommen, dies zu unterbinden. Ich glaube, dass du ja ein versteckter Strohhut-Pirat bist. Ich bin einer von der Strohhutbande. Ich bin der Koch, mein Name ist Sanchi. Und ich bin eben der Koch von den Piraten. Darf ich nur fragen, was heute auf der Menüfolge stehen wird? Wir haben hier noch einen Schwertfisch. Dann vielleicht noch ein Parfait. Muschelparfait würde ich empfehlen. Meeresfrüchteplatte wäre noch was. Bei diesem Charakter ist es so, dass der gerne mit drei Schwertern, er möchte der stärkste Schwertkämpfer werden, den es gibt, und sucht sich natürlich passende Gegner dann auch raus. Es ist jetzt nicht darum, um zerstörungswillig loszulegen, sondern eigentlich, um sich selbst zu beweisen. Drei Schwerter, trotzdem nur zwei Hände. Ja, der dritte kommt in den Mund. Das heißt, eine im Mund, zwei in den Händen, und das ist der Drei-Schwerter-Stil, den er für sich entwickelt hat. Er ist einfach davon ausgegangen, je mehr Schwerter, umso stärker ist man. Was stellst du genau da? Also ich bin ein Henro, ein Pilger. Ich war auch ein Pilger letztes Jahr in Shikoku in Japan. Da habe ich 1200 Kilometer zurückgelegt und heute bin ich hier. Als was bist du heute hier anzutreffen? Das ist ein Mischmasch von diversen Serien. Mantel ist aus Naruto, die Maske ist aus Tokyo Ghoul, Brille ist nur aus Steampunk. Und ja, hab noch Handschuhe von Freddy Krueger dabei. Darf ich nach deiner Darstellungsform fragen? Auch aus Don't Hug Me, I'm Scared. Ich bin die Paige. Und also ich bin eigentlich eine menschliche Version von einem Schreibblock. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ausgehend von Trickfilmserien wie Wiki oder Pinocchio gibt es inzwischen tausende Comics und die Faszination wird zusehends größer. Was fasziniert dich an der japanischen Kultur? Einfach die Art, wie die Leute damit umgehen, die Begeisterung von den Fans, wie, dass es einerseits ruhig ist, andererseits auch so lebendig. Das fasziniert mich. Ja, man kann ein bisschen aus dem Alltag entfliehen, mal irgendwas darstellen, mal so richtig grimmig schauen, so als Halber zum Beispiel, ja, und man kann das noch gemeinsam mit der Tochter machen. Am meisten fasziniert es eigentlich das Basteln. Ich bastel sehr gerne, es geht weniger ums Anziehen, mir geht es ums Arbeiten dran. Mir macht das einfach sehr viel Spaß. Es ist ganz anders, besonders mich interessiert auch die japanische Kultur. Die japanische Kultur ist einfach ganz anders als bei uns. Und darum sind auch die Filme, Serien anders aufgebaut und es ist einzigartig und faszinierend und es ist schön zum Anschauen. Einige sagen, es sind Freaks. Ja, das sagt man auch allgemein von den Gamern, also von anderen großen Veranstaltungen, dass sie Freaks sind. In einer gewissen Weise stimmt das auch, aber es ist ja nur langweilig, wenn man normal wäre. Ja? Normal ist hier wahrlich nichts, aber was bedeutet das schon? Sind wir vielleicht diejenigen, die sich andere ausgedacht haben und die eigentlichen Comichelden? Das sage noch einer, die Jugend besäße keine Fantasie.